herzlich willkommen daheim, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir möchten uns bedanken, denn auch diese Woche wurden wir von unserem wissbegierigen Publikum reichlich mit Fragen gefüttert, die nun unsere Antworten harren. Und natürlich beschäftigen sich einige auch mit der Corona-Problematik, ganz klar. Es gibt ja fast täglich neue Verordnungen, Erlasse und Verfügungen. Aber die Menschen müssen sie ja im Alltag auch umsetzen. Und deshalb möchte man wissen, wie soll man die Menschen motivieren? Allgemein auch vielleicht, sich ans Gesetz zu halten. Also eher mit Strafe oder eher mit der positiven Motivation? Wie handhabt ihr das? Oder wie würdet ihr es handhaben? Nein, also Strafe ist ja oft die Motivation, also ja. Aber nicht die positive. Die positive Motivation wäre eine Belohnung, ne, dass man sagt, jeder, der eine Maske trägt, kriegt, was weiß ich, einen Hackbraten oder Gummibärchen, was? Hackbraten. Hackbraten. Das ist für mich das beste ja. Idee. Also ich versuche es eher immer, auch bei den Kindern oder im Verwandtenkreis, mit Motivation, da ich sie sage, komm, probier's doch mal, versuch's einfach mal. Bisschen sehen, was du davon hast. Ne? Kurze Frage, kurze Antwort. Hallo Freunde. Diese Corona-Zeit ist ja irgendwie ganz komisch und man hat Zeit zum Nachdenken. Und ich hocke hier in meinem Online-Studio zu Hause und mir ist da eine Frage gekommen. Es ist ja jetzt alles online, also alles im Grunde genommen, ja, Zoom-Konferenzen und so weiter. Und das ist ja ein Bruch. Also durch Online, ja, da gehen ja auch die Statussymbole verloren. Also beim Chef zum Beispiel, ja, der hat ja immer ein größeres Büro, der hat ein Vorzimmer, also beim WDR habe ich das immer gesehen. Und jetzt plötzlich bei diesen ganzen Konferenzen, da sieht man ganz viele Bilder und man kann den Chef überhaupt nicht mehr erkennen. Ich habe mich da gefragt, muss man da nicht der Ordnung halber irgendwas ändern? Also, ich weiß nicht, normale Mitarbeiter nur in Schwarz-Weiß, der Chef in Farbe, vielleicht noch größer. Also ich finde, wir brauchen irgendwie doch auch Status bei Online. Und ich bin überzeugt, vielleicht habt ihr da eine Lösung. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber mir ist das egal. Wenn ich so ein Zoom-Meeting habe, dann stelle ich bei mir immer vorne so ein Fabergé-Ei leicht ins Bild. Und das können die Leute deuten oder nicht. Verstehst du? Und wie wird es rezipiert von den Rezipienten? Viele rufen, guck mal, ein Fabergé-Ei, weil sie es nicht aussprechen können. Da ist ja dieser kleine Strich drüber. Und andere sagen, Kerst hat einen hässlichen Aschenbecher. Aber ich habe auch so viele Zoom-Meetings gar nicht, muss ich sagen. Ich sehe ja jeden Morgen die Zoom-Konferenzen bei den Kindern. Um 7.50 Uhr sitzen die Kinder da und man sieht 30 Kinder. Und man sieht, wie haben die Eltern das Kind hingesetzt? Ist das Kind gut ausgeleuchtet? Sitzt das gerade? Wird das noch mal gescheitelt? Oder kriegt das Kind das schlafende Kind den laufenden Laptop ins Bett geworfen mit den Worten, Mathe, du Penner. Naja, ich finde schon, dass die Hierarchie auch online transparent sein sollte. Also man könnte es jetzt zum Beispiel so lösen, dass der Chef eben einen Pixel mehr kriegt. Ja? Oder dass er die größere Datenübertragungsrate bekommt. Ja. Dass die Subalternen, die Untergebenen, die werden eben bloß... Ja, genau. Die ruckeln wie die Opfer. Ja, und das ist eine gute Idee. Darf flüssig rüberkommen, darf sprechen. Und die Untergebenen, die müssen eben auch ordentlich was anziehen. Schlips, Krawatte, Anzug. Und der Chef darf eben ganz normal, sage ich mal, in Jogginghose am Zoom teilnehmen. Mich stört es, dass es so eine gewisse Nonchalance gibt. Also viele setzen sich wirklich... Hast du auch gedacht, das heißt... Nein, diesmal war ich mir sicher, es ist Nonchalance. Ach komm, hör auf. So hat meine Oma geredet. Kerst hat Nonchalance von dir. Zieh den T-Shirt an, such den Job. So hat meine Oma geredet. Das ist das, Nonchalance ist richtig, genau wie Appartement. Alles klar. Für eine sehr kleine Wohnung. Okay. Eine sehr kleine Wohnung ist ein Loft. Beziehungsweise ein Löftchen, das ist noch eine Nummer kleiner. Ein Löftchen ist nur ein ausgehöhlter Ziegel. Ja, ein Löftchen. Ja. Lofteur. Aber ich ziehe mich sehr gerne gut an. Ich kleide mich schön. Ich möchte damit nicht prahlhanserisch wirken. Aber ich möchte dem Auge etwas bieten. Und das wird bei solchen Internet-Meetings, ist es, ja, da wird man oft doof angeguckt, habe ich schon erlebt. Ich habe mir schon über den Anzug gelegentlich eine Jogginghose drüber gezogen. Aus
aus Konformitätsdruck. Damit es nicht wieder heißt, ah, hier, der Schubert kommt in feinen Wemsen. Sind ja zwei Wems, ein Beinwams, Oberwams. Ja. Statussymbole sollte man sie generell abschaffen? Wenn man kein Statussymbol will in der Zoom-Konferenz, kann man sich ein Dacia vor den Computer stellen. Genau. Die sagen doch immer, das wäre das Statussymbol, was keins ist. Was auch stimmt beim Dacia. Ja. Ist tatsächlich ein Statussymbol, was keins ist. Man könnte auch sagen, kein Statussymbol. Richtig. Das wäre eigentlich als Claim noch pfiffiger. Ja. Hätte noch mehr Pitch auf der Hook. Ja. So, nächste Frage. Seid ihr ready? Wollt ihr? Tschüss. Gut. Hallo, Marco Schreil hier. Wichtige Frage, weil es immer wieder diskutiert wird. Wo kriegt man eigentlich ein Pfund Butter und ein Liter Milch am günstigsten? Und was kostet eigentlich ein Pfund Butter und ein Liter Milch? Ich muss ja erst mal überlegen, was überhaupt ein Pfund ist. Aber egal, die Frage an euch. 500 Gramm. Das Pfund, ein halbes Kilo. Das halbes Kilo, 500 Gramm. Marco Schreil, oder wie wir sagen, Tom Selleck. Seit wann hat der Mann einen Oberlippenbart? Stimmt. Seit wann hat Marco Schreil einen Oberlippenbart? Ich konnte die Frage kaum hören. So hatte der einen Oberlippenbart. Ich glaube, dass das, ich weiß nicht, Protestbart ist oder so. Oder ob das vielleicht war auch was auf der Kameralinse. Aber er hat recht. Ich meine, was kostet ein Liter Milch? Das kommt, wo kriegst du ja am günstigsten? Immer im Internet und bei Aldi. Ja, Butter hole ich nur im Internet, muss ich sagen. Auf Alibaba.com bestelle ich Butter. Die kommt aus China, Lieferzeit 5 Wochen, aber wirklich günstig. Ja. Oft bestelle ich da auch Milch, die kommt dann als Butter an. Ja, da gibt es auch so dieses Gleichnis. Möchtest du Butter von den Behörden, schicke Milch hin oder so ähnlich? Ja, möchtest du Käse, schick Butter. Nein. das gilt jetzt für alle Molkereiprodukte. Ja, ja. Molkerei auf der Bounty. Ja, richtig. Aber ich finde, mich stört das sowieso, dieses, wo ist es am billigsten, dieses Geschachere. Also ich finde, es geht doch in erster Linie darum, dass die Butter sich wohlfühlt. Also dass sie ein schönes Leben hat, ja, dass die Butter gut transportiert wird, dass sie, ja, das steht für mich im Vordergrund. Jetzt nicht immer nur dieses Preisgeschacher und Gespare und dieses Schnäppchen-Geschnappe. Es muss ein Umdenken stattfinden, richtig, oder? Richtig. Der Milchpreis ist im Eimer. Ja, wie die Milch. Also, ja. Und natürlich kannst du nicht sagen, die Milch kostet überall gleich. Ich kaufe nur Biomilch, die ist teurer. Die kostet 1 Euro, was weiß ich, 10, 20. Das ist mir auch egal. Aber mir ist es wichtig, dass ich Biomilch kaufe, weil da weiß ich, dass die Tiere einfach gestreichelt und verhätschelt werden und danach ökologisch geschlachtet mit dem Holzhammer. Genau. Und der Kuh wird das Kalb artgerecht entzogen, nämlich, was weiß ich, mit dem Kescher. Ich finde das wichtig, dass das Tierwohl im Vordergrund steht. Und eigentlich wäre es, glaube ich, am besten, wenn jeder seine eigene Kuh hat und die Preisabsprache direkt auch mit dem Tier trifft. Könnte man selbst buttern? Was ist man dann nochmal? Ist man dann Molkerei-Experte oder wie hieß es noch? Was ist ein Buttermacher? Butter. Wenn du das unterwegs machst, ist es eine Butterfahrt. Das stimmt, ja. Ja. Das war, gut, ja. Das war das erste Vernünftige, was ich von dir heute gehört habe. Haben wir die Verantwortung, als mündige Bürger teure Milch und teure Butter zu kaufen? Also wenn ich jetzt eine Schokolade habe, ja, und da weiß ich, die ist komplett bio, wird aber von Kindern gepflückt, die Kakaobohne. Was ist wichtiger, dass das, also, ne? Ich weiß, was du meinst. Weißt du, was ich meine? Natürlich. Weil ich will auch gar nicht mehr sagen. Ich will die Frage einfach mal wirken lassen. Also für mich persönlich wäre das Wichtigste, dass die Kinder mir die Schokolade nicht wegessen. Genau. Ob das der Kuh entgegenkommt, weiß auch keiner. Eltern und Kinder sind oft unterschiedlicher Meinung. Ganz oft stellt sich die Frage, was nun wirklich gefährlicher ist. Lakritze
oder kippen. Wenn du jeden Tag 100 Kilo Lakritz isst, so schnell kann der Lungenkrebs gar nicht kommen. Ja. Oder auch, ich denke, wenn dir, lass uns ins Extrem gehen, 100 Kilo Lakritze finde ich nur viel zu harmlos. Wenn dir 3 Tonnen Lakritze aus 10 Kilometer Höhe direkt auf den Kopf fallen. Ja, ich glaube, dass Zigaretten gefährlicher sind. Denn Lakritz, glaube ich, kriegt man gar nicht so viel runter, wie ich rauchen könnte. Ich habe ja 3 Kinder, oder ja, mittlerweile. Und auf den Zigaretten steht ja immer drauf, Rauchen macht unfruchtbar. Ne? Also ich hatte mich drauf verlassen. Und da werden einem erlesene toxische Zutaten und wirklich feinst ausgewählte, handverlesene Giftstoffe versprochen. Und im Endeffekt ist das eine Schachtel warme Waldluft. Also ja. Ich finde, da muss der Hersteller auch noch mal nachjustieren. Ja, finde ich auch. Das Ärgerliche ist, dass der menschliche Körper einfach versucht, diese Gifte abzubauen. Das heißt, alles, was dir da vollmundig versprochen wird, da arbeitet dein Körper unbemerkt gegen. Ins Leere, er arbeitet ja, ins Leere. Und das ist halt nicht gut. Das ist quasi eine allergische... Die Impertinenz einer sich selbst reinigenden Lunge ist schon einmal das Allerletzte, muss ich sagen. Ja, aber deine Frau hätte mitrauchen müssen, wenn sie kein Kind mehr gewollt hätte. Warum? Das Entscheidende ist... Du hast geraucht oder sie auch? Nur ich. Du, das war deine Verhütung. Ja, also es geht ja darum, dass das Spermium... Aber ihr müsst beide verhüten. Das Spermium wird ja nachhaltig geschädigt, dachte ich. Hatte man mir versprochen. Okay, aber du bist sicher, dass es von dir ist? Ja, also ich habe das auch nachher überprüfen lassen. Ich habe nicht viele Spermien, ich habe nur eins, aber das ist topfit. Ich bin bereit für die nächste Frage. Du bist bereit für die nächste Frage? Ich auch. Ja. Es gibt so Gerichtsurteile zu Vornamen, die erlaubt sind. Also ich glaube, Bierstübel ist erlaubt und Joghurt auch. Störenfried wurde leider verboten. Was sagt ihr? Wie sollte man sein Kind auf keinen Fall nennen? Also ich hatte vor, mein Kind Elfmeter zu nennen, weil ich fand es schön, die Vorstellung, dass meine Frau in den Garten rennt und ruft, Elfmeter, Elfmeter! Oder Feuer. Feuer, 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 Hilfe. Aber das, also ich habe mich nicht durchgesetzt. Das Kind heißt jetzt Polizei. Ja, ich wollte gerade fragen, was dann noch präferiert würde. Ja. Also Fried ist doch schon Name erstmal. Ja. Ja, finde ich auch. Aber Stören. Also vielleicht meint sie den Fisch, der Störenfried. Verstehst du? Aber das ist missdeutet. Aber als Doppelname Sörenfried. Sörenfried. Ja. Richtig, sehr gut. Ich habe mal gelesen, dass da wollten Eltern ihr Kind das Teil nennen. Also als Doppelnamen. Dass man sagt, wo ist das Teil, das gerade noch hier im Bett lag? Und das wurde verboten. Das Teil wurde verboten. In was für einem Land leben wir, muss man dann auch fragen. Ja, genau das frage ich mich auch. Bonze ist auch eigentlich ganz schön. Bonze. Mit Verniedlichungsform Bonanza. Ich finde es stellenweise wirklich richtig, dass der Staat sich reglementierend einschaltet. Also der Name ist ja nicht mehr nur ein Name, es ist ja oft wirklich eine Diagnose. Ne? Ja. Und da meine ich jetzt nicht so den klassischen Alpha-Kevin Maddox, sondern eben auch den bildungsbürgerlichen Tannhäuser. Was hatten wir da auf dem Gymnasium? Die Krimhild, den Parsifal. Ja? Und das Schöne ist ja, es gehört ja immer noch ein Nachname dazu. Dann... Diese sinnstiftende, also diese Komposition, ne? Also was weiß ich, Jason Kneschke, so, oder Jason Kneschke. Grace Raumschüssel, ne? Also was ist da? Grace Raumschüssel, das sind ja Kompositionen, Agamemnon Kürbis, es gab tatsächlich... Agamemnon Kürbis. Also Symphonien, sag ich mal. Wir hatten eine, hieß Horst Kevin. Horst Kevin. Eigentlich reicht auch ein Name, ja? Wenn man sagt, es gibt für männliche Kinder eben den Uwe. Ja. Und dann ist eben in der Familie Uwe der Erste, der Zweite, der Dritte, der Vierte. Bums. Das ist nicht gut. Oder Junior, wenn man Junior dahinter hängt. Das und in Russland ist es, glaube ich, auch so. Oder in Spanien, die haben, glaube ich, auch nur 3 Namen. Pedro, José und Juan. Das war's. Zorro, die haben einen Zorro, das habe ich im Film gesehen. Das ist quasi der... Und Zorro ist auch ein Name, der viel zu selten gemacht wird, dass du sagst hier, Zorro Kotlewski. Ja. Ich sehe es immer auf so einem Schulheft geradezu, auf so einem Salzteigschild. Hier leben, lieben und streiten sich Beate,
Margarine, Hasso und Zorro Katlewski. Und da drüben ist so ein kleiner Hund. Mir gefällt das richtig gut. Da hätte ich keinen Spaß dran. Ja. Ich würde sagen, wir sind bereit für die nächste Frage, oder? Mhm. Schon lange. Wenn man einen Apfel isst, hat der ja vorne einen Stiel und auf der anderen Seite sowas Fliegenartiges. Bei Birnen auch. Ich finde das immer so ein bisschen eklig und ich frage mich, warum ist das notwendig? Ich meine, man kann dann sagen, die Blüte, Reste der Blüte, aber Kirschen haben ja auch Blüten, Aprikosen haben auch Blüten und haben nicht dieses widerliche Ding. Warum nicht? Und Äpfel schon. Das ist völlig richtig und berechtigte Frage. Ich finde es auch widerwärtig, muss ich sagen. Für mich sind Äpfel generell der Hitler unter den Früchten. Mhm. Und ich persönlich finde, dass ein Apfel nichts kann, was eine Frikadelle nicht besser am Kasten hat. Ich verstehe auch nicht, warum uns die Industrie immer wieder solche natürlichen und fehlerhaften Produkte serviert. Also das, die kommen damit einfach durch. Das kann man doch rausschneiden. Es gibt doch die genetische Schere. Du kannst doch in jedem Genom vorher auch sagen, hier, dass der Samenhalter wird rausgeschnitten. Also das Kerngehäuse ist ja so eine Art Samenhalter. Also ich möchte beim Apfel generell so einen Karamellkern haben, wie damals in dem Eis, brauner Bär. Ja. Das wäre richtig cool. Ich bin ja als Kind mal zum Kiosk gegangen und habe die Kioskfrau gefragt, haben Sie einen braunen Bär? Und ich habe, also es hat lange gedauert, bis ich verstanden habe, warum die mir kein Eis gegeben hat. Hätte ich nicht gedacht, dass ihr euch in die Reihe der Nörgler und Miesepeter einreiht, dieses verweichlichte Wohlstandsgewinsel, die Äpfel, die müssen den Äpfeln auch also, überall muss irgendwas dran. Das ist nicht gut genug. Der Apfel, der muss ich meine, du isst es was denn noch? Dann zieht er nach Afghanistan. Wenn euch das Obst dort besser schmeckt. Die geben sich Mühe, alles wird gemacht. Die Äpfel sind stellenweise, die kommen geschält nach Hause. Man kann Apfelkompott kaufen, habe ich auch im Keller, weil ihr mit nichts zufrieden seid. Das stimmt nicht. Na, womit denn? Was nehmt ihr denn mal, wo ihr sagt, ja, das ist schön, das reicht mir. Hier, Schöpfer, ich danke dir, dass du mir diese adoleszente Frucht, dass du mir diesen Smaragd unter den Kernobsten zur Verfügung stellst, um mein schrundiges Maul dort rein zu spratschen. Es ist aber wirklich wahr, du willst einen Apfel essen, es geht halt nicht, weil oben ist dieser Pin dran, diese Aufhängung und unten das Gekröse und dann sind da Kerne drin. Was denkt der Apfel denn, dass ich die aufbewahre und rauslaufe und sage, huhu, ich pflanze ein Bäumchen? Das könnte in jedem vierten Apfel sein. Und in jedem zweiten ist so ein kleines Schweinchen oder irgendwas zum Zusammenbauen. Oft liege ich nachts im Bett und denke an den Apfel. Und in dessen Gehäuse die kleinen Apfelkerne schlummern, wie in einem kleinen Apfel. Dort sind sie, kleine braune Miesepeter, die dann weiter runter in die Erde und so. Ja, Stichwort, alle kleinen braunen Miesepeter runter in die Erde. Gutes Konzept, gefällt mir ganz ausgezeichnet. Na ja, dass die Saat aufgehen möge, darum geht's ja. Saat ist auch ein schöner Vorname, finde ich. Das klingt so ein bisschen indisch. Hast du auch immer gedacht, dass das Saat gesprochen wird? Nee, ich dachte, man spricht das eine A stumm und das heißt satt. Nein, man sagt, also Menschen mit L-Spreche, mit L-Spreche. Mit L. Menschen mit L-Spreche sagen Saat. Ich habe zuerst Elf-Schwäche verstanden, sodass man nicht in der Lage ist, Fabelwesen zu erkennen, wenn sie kommen. Ja. Mann, bin ich froh. Ich habe eine Elf-Schwäche. War da einer mit spitzen Ohren? Ich habe nichts gesehen. Das wäre schlimm. Also nicht so schlimm, weil du es einfach nicht so häufig hast. Aber wenn es dann mal ist, ist vielleicht was Wichtiges. Das gibt. Ich habe auch mal gedacht, ich habe eine Elf-Schwäche, als ich auf der Handytastatur die Elf nicht gefunden habe. Ja. Ich dachte das, als ich in der 10 sitzen geblieben bin. Der Muster ist total simpel. Gib einfach die 20 ein und zieh 9 ab. Das mache ich immer am Handy. Ja, richtig. Aber wenn ich auf dem Taschenrechner anrufe, ist immer besetzt. Ja. Wie groß ist das Internet eigentlich wirklich? Also wenn man das Internet komplett ausdrucken würde,
Was meinst du? Wie groß? Also, ach so. Man bräuchte viel. Dann wäre sowas angenommen, die Autoschlange ist so lange wie vom Mond bis zurück und bis so. Bis zur Sonne und das Papier würde verbrennen. Hört man immer, ne? Die Autoschlange reicht von hier bis zum Mond. Wo 4-mal oder 6-mal um den Äquator. Ja. Wenn man das Internet ausdruckt? Weiß ich nicht. Ich meine, du kannst jetzt mal anfangen, Amazon auszudrucken. Dir mal einen Gesamtkatalog zu machen. Dass du es zu Hause hast. Dann kannst du offline auch mal arbeiten. Nein, dass man da nicht einen Katalog bestellen kann, den Amazon-Katalog. Ich fände es richtig gut. Der kommt dann mit 9 Kippladern für die Buchstaben A bis F. Und da kann man schon mal gucken, suche Suppenschüssel. Da schickt man eine Expedition los, die eines Tages wiederkommen. Weißt du, wo zwischendurch Trinkwasserstationen in der Wohnung sind? Ja. Und die wissen dann Bescheid. Ich denke, das ist alles eine Frage der Schriftgröße. Also wenn man die Schrift ganz klein macht, passt wirklich auch ein auf dem A4-Zettel. Ja. Davon träumt man ja auch bei der Steuererklärung, dass die auch auf ein A4-Zettel passt. Ja, meine Steuererklärung passt mittlerweile auf ein A4-Zettel. Ich denke eher, echt, wirklich? Wie machst du das? Ich schreibe geht sterben drauf und schick's ab. Ach so. Weil ich denke, wenn man alle Pixel, also das wurde mal gemessen, wenn man alle Pixel übereinander legen würde, die es auf der Welt gibt oder gab, würde man es nicht sehen. Weil Pixel ja nicht so groß sind. Ja. Ne? Deshalb gibt es ja so viele. Und man kann natürlich versuchen, das Internet sinnvoll zu nutzen, indem man zum Beispiel bei Fotos versucht, Pixel zu sparen. Ja. Bei vielen Kollegen habe ich den Eindruck, dass es auch so ist. Und dann sehe ich Fotos von meinem Sohn, als er schlimme Akne hat und denke, das sind 8 Pixel zu viel. Mich würde interessieren, was passiert, wenn wir das Internet mal für eine Woche abstellen? Dann wissen wir trotzdem nicht, wie groß es ist. Also doch, wir könnten sagen, wir stellen das Internet eine Woche ab, wir müssen es vermessen. Ich glaube auch, dass das Internet uns alle fertig machen wird. Es wird uns beherrschen, es wird uns, die KI wird uns alle, KI... Ja, man arbeitet in künstliche Infizierung wird uns alle, wir werden Sklaven des Internets werden. Übel mitspielen, ja. Also ich denke, wir hinken da in Deutschland hinterher. Also in vielen Ländern wird ja schon mit künstlicher Intelligenz gearbeitet, während wir uns hier noch sehr oft mit natürlicher Blödheit befassen. Ja. Und diese Korrelation ist es, die du doch meinst, oder? Natürlich, das ist genau das, was ich meine. Das sind... Okay. Philip Roth hat einen kleinen, schmalen Band, 95 Seiten, geschrieben mit dem Titel Die Brust. Darin beschreibt er, wie er in der Nacht zum 18. Februar 1971 sich durch eine endokrine Störung in eine Brust verwandelt. Die Verwandlung Mensch-Tier ist ein sehr geläufiger literarischer Topos. Denken wir an Kafka, Gregor Samsa, der sich als Käfer morgens wiederfindet. Denken wir an Zeus, der sich wahlweise in einen Stier, einen Schwan oder eine Schlange verwandelt, um in dieser Gestalt Frauen beizuschlafen. Denken wir ans Märchen, die Verwandlung Prinz, Frosch und umgekehrt. Das kennen wir alles. Aber die Verwandlung in ein Körperteil ist schon relativ selten. Das bringt mich auf die Frage, in welchen Teil des Körpers würdet ihr, wenn ihr müsstet, euch gerne verwandeln? Das muss ja auch nicht der eigene Körper sein. Gibt es dünne Bücher über dicke Brüste? Also ich wäre gern der große Onkel von Angela Merkel. Einfach mal so. Einfach damit mal damit es irgendwann weitergeht. Als Angebot. Als Anregung. Damit es erstmal weitergeht. Damit es erstmal weitergeht. Ja, das ist natürlich. Das ist progressiv gedacht. Ja. Und ich denke, ich würde gern wissen, wie das ist, wie sie läuft, wie das riecht. Keine Ahnung, ob man da abends dann was sieht. Also ich wüsste, was ich nicht sein will, ein Stoßzahn. Ich glaube, als Stoßzahn hast du viel zu tun. Ja, du musst dich dort irgendwie reinbohren. Das ist sehr aufreibend. Ist aufreibend, ja. Aber du hast halt keinen Ertrag. Ne? Der Magen kriegt ja dann den Lohn des Stoßes. Aber als Stoßzahn hast du halt nichts groß davon. Du bist der billige Mann fürs Grobe quasi. Aber du wirst vielleicht erbeutet von Jägern und dann wird daraus ein Klavier gemacht.
Das stimmt. Oder ein Schachspiel. Schachspiel, ja. Handlauf der Treppe, Schmuck, Bidet. Ich glaube, dass ich gar kein Körperteil sein will. In unserem Alter ist man ja froh, dass einem noch keins abgefallen ist. Die Kirchen des Landes leiden ja massiv unter dem Austritt der Kirchgänger. Immer weniger Menschen bekennen sich zu einer Religion. Glaubt ihr, dass der Mensch, der heutige moderne Mensch wie du und ich und wir, auch ohne Religion und Glauben moralisch gerecht und glücklich sein kann? Ich verstehe die Frage nicht. Ich habe 3 Kinder und wenn die Mist machen, dann kriegen alle 3 einen Anlatz. Das ist für mich Gerechtigkeit. Ja. Meine Frau sagt oft, alle 3 im Sack, mit dem Knüppel drauf, trifft immer den Richtigen. Oh, den Spruch kannte ich auch. Ja, das stimmt. Aber ich brauche ja nicht die Kirche als moralischen Kompass oder ich bin von Natur aus gerecht. Ja, dann bist du vielleicht auch selbstgerecht, ne? Ja, okay. Ich habe das Gefühl, dass die Kirche, gegen die ich eigentlich nichts habe, tatsächlich das mit der Nächstenliebe nicht so genau nimmt, wie wir denken. Ja, dahingehend, dass man sagt, für den Nächsten ist noch Liebe da, aber für den Übernächsten sieht es schon schwer aus. Für den Übernächsten muss der Nächste machen, das ist halt immer das. Ja, also ihr seid mir beide am Nächsten. Für euch habe ich Zuneigung, Liebe und allerlei warme Worte. Und auch der Wunsch, euch zu berühren, ist bei mir immer da. Ja. Ich muss mich da ganz oft zurückhalten. Aber es gibt ja den Spruch, liebe demnächst am besten dich selbst. Also wir beten zum Beispiel vorm Essen, aber wir glauben ja alle nicht dran. Und dann sagen wir immer, lieber Gott, bleib, wo du bist und segne nur das, was du selber isst. Und dann lachen die Kinder und finden das lustig. Und damit verlieren sie natürlich auch viel Halt, auch in der Schule. Und aber was anderes ist mir nicht eingefallen als alternatives Tischgebet. Was soll ich denn machen? Ich denke, da kommt es natürlich auf die Fantasie der Erziehungsberechtigten an, dass man jeden Tag lebendig betet, dass man eben sagt, ich sehe was, was du nicht siehst. Etche, betche, muff, muff. Und es gibt ja auch viele Religionen, in denen man nach dem Tod als Tier weiterlebt. Welches Tier würdet ihr denn für euch präferieren? Ist das so, dass man nach dem Tod direkt als Tier weiterlebt? Das habe ich noch nie gehört. Doch, zu Tod, zack, Esel. Und du denkst, wo kommt der Esel jetzt ins Esszimmer? Nein. Ich glaube, dass man wiedergeboren wird nach so einem... Nein. Auch das nicht. Also da gibt es unterschiedliche Ansätze, aber du kannst als Esel oder als Hausstaubmilbe direkt vor Ort bleiben. Esel fällt gleich negativ auf, wenn da Möbel stehen. Also ich möchte gern Tier sein, das nicht abgeschossen wird. Kein Wildschwein und kein, was weiß ich, Oktopus. Ich wäre eine Katze. Vorne und hinten Igel. Also, dass man mich schön streichelt, aber ich kann hinten auch mit dem Schwanz euch die Gesichter zerkratzen. Und Thorsten? Ja, ich wäre gerne ein reicher Greifvogel mit menschlichem Gesicht, wenn man sich das hier so wünschen kann. Also, ich würde schon gerne fliegen können. Ein Splotz? Wenn das ein Splotz ist, ich glaube, ja. Für mich ist es ein Fnego. Aber das sind ja die Vorstellungen, die du hast für nach dem Tod. Und dann kann ich halt fliegen, ich habe trotzdem eine Jeans an. Und habe so ein Gesicht, mit dem ich auch weiterkomme, wenn man was mit Webcam ist. Aber ansonsten schwingen, 4,20 Meter und immer Kohle auf Tasche. So. Ich bin für mich sicher, ich werde nicht als Tier wiederkommen. Und falls doch, lasse ich mich anliefern. In jedem Fall möchten wir uns bei Ihnen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Wir verabschieden uns. Johann König, Thorsten Sträter, das Gipfeltreffen sagt Adieu.